Okay, wir haben nun 3 Tage mit unserem Bullwerker-Training hinter uns und der 4. Tag steht bevor. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum machen wir immer diese Basisübungen? Da würde ich euch gerne eine kleine Geschichte dazu erzählen. Als ich ein junger Bursche war, war ich fanatischer Karate-Anhänger und trainierte auch schön brav 5-mal die Woche. Und eines Jahres hatten wir die große Ehre, dass wir einen Trainer hatten, direkt aus Japan, einen hochgraduierten Meister. Seinen Namen werde ich nie vergessen. Er hat Yasuyuki Watanabe geheißen. Und wir sollten mit diesem Meister trainieren. Nun, das Training begann und am ersten Tag von unserem Trainingscamp machten wir den ganzen Tag Basisübungen. Wie blutige Anfänger, nur Basisübungen. Der nächste Tag begann und wir fangen wieder nur mit Basisübungen an. Und wir dachten, wir lernen irgendwelche geheimen Techniken oder spezielle Sachen, so ganz, ganz was Spezielles. Aber nein, wir machten nur Basisübungen. In der ersten Pause gingen wir zum Großmeister und sagten ihm, wir sind eigentlich mit denen nicht zufrieden. Wir haben viel Geld dafür bezahlt und wir würden gerne sein Geheimnis, die Geheimnisse wissen und spezielle Dinge lernen. Und er nahm das zur Kenntnis, nickte freundlich und sagte, okay. Und nach der Pause, als wir wieder begannen, sagte er, okay, einer nach dem anderen soll zu ihm kommen, sich vor ihn aufstellen in einer Distanz von 4 Metern. Er wird diese Technik ausführen, das hat er uns vorher gesagt. Die Technik sieht so aus und er geht vor, tschak, und schlägt genau auf unseren Solarplexus. Und unsere Aufgabe war es, einer nach dem anderen, nichts anderes als wir in der Grundstellung stehen und eine Abwehrbewegung machen, nämlich seine Faust, die hier auf den Solarplexus kommt, einfach wegzublocken. Das ist etwas, was man ziemlich am Anfang lernt als Weißgurt. So ganz, 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 ganz Basis. Wir lachten natürlich und dachten sich, das darf ja jetzt wohl nicht wahr sein, was wir hier machen sollten. Und so kam es. Er stellte sich hin, 4 Meter vor uns, das ist eine große Distanz. Er maß das ab mit 4 bis 5 großen Schritten. Dann stellte er sich auf, blickte einen nach den anderen in die Augen, putsch, und da war er. Er war so schnell, dass es uns wirklich jedem unmöglich war, diese Bewegung abzuwehren. Und wir waren keine Anfänger. Wir waren alle Schwarzgurt, manche mit Braungurt, also alle ziemlich hochgraduiert. Es war uns nicht möglich, das abzuwehren. Wir waren daraufhin sehr betreten und still, machten unser Training fertig und als wir an diesem Tag fertig waren, stellte er sich vor uns auf, lächelte uns gütig an und sagte, macht immer eure Basisübungen bis zur Perfektion. Und in diesem Sinne starten wir heute mit D-Nummer 4.